So, das ist der Gimbal Prototyp Version 2. Diesmal habe ich in der Mitte ein Kreuzgelenk statt eines Gummis, womit die Rollbewegung einwandfrei funktioniert und diesmal keine Probleme macht. Ansonsten auf ab. Funktioniert einwandfrei. Rechts, links. Ebenfalls. Und Kombination natürlich. Und natürlich auch Kombination aus Rollbewegung und Seitwärtsbewegung. Im bestimmten Grad. So, man sieht das, wie das aufgebaut ist. Ich habe in der Mitte die Rollbewegung mit einem Servo über eine, momentan es ist eine Aileron-Schaltung, habe ich praktisch die Nickbewegung durch die Nick- und Seitwärts-Servos gemacht. Die Auslenkung ist momentan noch nicht so stark, wie sie sein könnte. Die wird dann stärker werden, wenn die wird dann stärker werden, wenn ich die Ansteuerung, wenn ich die Auslenkung der Servos noch ein wenig verstärke. Das kann man mit der Fernsteuerung so nicht machen, aber über die Ansteuerung im Computer geht das wunderbar. Und eventuell schafft das, reicht es schon für die 90 Grad nach unten, was momentan noch weit entfernt ist. Aber wenn man sich das mal vorstellt, dass die Servos jetzt den Hebel bis 90 Grad nach vorn bringen, also praktisch bis in diese Position, dann könnte es reichen. Das werde ich aber erst sehen, wenn ich das programmiert habe. Die Aufhängung ist momentan über Aluminium gemacht. Das ist ein Test, deswegen ist es auch ein Prototyp V2. Und ich werde sehen, ob sich das bewährt. Das Kreuzgelenk jedenfalls ist ausgezeichnet, funktioniert hervorragend. Es ist sehr klein. Ich versuche mal irgendetwas in die Nähe zu bringen, was als Vergleich wirken könnte. Vielleicht ein Fischertechnik-Kreuzgelenk, das kann man als Vergleich sehen. Oder ein Mikrokopter vielleicht. Ein Mikrokopter als Vergleich. Das ist schon ein sehr, sehr kleines Gimbal. Wie du siehst, passt es im Prinzip. Es ist nicht größer als ein Mikrokopter. Und es ist sehr leicht. Die Servos wiegen ein Stück 9 Gramm. Die Kamera, die ich jetzt hier habe, die ich momentan nicht angeschlossen habe, die Kamera ist vom Raspberry Pi, der dann ohne Gehäuse genommen wird, wiegt 3 Gramm. Und ja, das heißt, wir haben insgesamt knapp über 30 Gramm Gewicht.